Bei den Parlamentswahlen in Slowenien am Sonntag hat die oppositionelle Freiheitsbewegung des ehemaligen Energiemanagers Robert Golob laut vorläufigem offiziellen Wahlergebnis rund 34% der Stimmen erreicht und damit die Wahl gewonnen. Der populistische Ministerpräsident Janez Janša musste hingegen eine Niederlage einstecken. Er erreichte nur 24% der abgegebenen gültigen Stimmen. Dabei hatte er noch auf eine vierte Amtszeit gehofft. Nach der Wahl räumte er seine Niederlage ein und gratulierte dem Gegner. Robert Golob, der Gewinner der Wahl, ist ein Quereinsteiger in der slowenischen Politik und steht für eine ökologisch und liberal geprägte politische Richtung. Golobs Freiheitsbewegung hatte sich im Wahlkampf für einen grünen Umbau des Energiesektors, eine offene Gesellschaft und Rechtsstaatlichkeit in dem NATO- und EU-Mitgliedsland stark gemacht. Um eine Regierung zu bilden, wird Golob voraussichtlich eine Koalition mit den Sozialdemokraten und der Linken bilden müssen.